Ja, herzlich willkommen zum zweiten Hühnerorakel in der Stellenanzeigen.de Tipparena. Beim ersten Spiel gegen Frankreich lagen unsere Hühner, sagen wir wie es ist, daneben. Da war die Verbindung zur Mannschaft wohl noch nicht ganz so optimal. Aber die Hühner haben fleißig trainiert in der Zeit und ich bin sehr gespannt, was sie uns heute mitzuteilen haben. Deswegen schauen wir am besten gleich rüber zum Tipp Portugal gegen Deutschland. Viel Spaß. Wetter- und Platzverhältnisse sind optimal. Die Schalen sind wieder mit saftigen Körnern gefüllt. Zur Erinnerung, die linke steht für 0, die rechte für 4 Tore, dazwischen 1 bis 3 Tore. Ja, dann kann es eigentlich schon losgehen. Deutschland startet über die rechte Seite, zieht jetzt aber Richtung Tor direkt, sehr zielstrebig. Ein beherztes Nicken, ein Picken. Jawohl, ein Tor für Deutschland. Portugal findet eher zögerlichen Spiegel. Was ist das? Sie hat ihren Stutzen verloren. Tatsächlich, aber sie scheint sich davon nicht beeindrucken zu lassen. Zieht zielstrebig zum Tor und pickt zu. 0 Tore für Portugal. Ja, wenige Tore und ein knapper Sieg fürs deutsche Team. Dann sind wir mal gespannt, ob das Spiel am Samstag, sagen wir mal, mit dieser Empfehlung etwas anfangen kann. Ja, und wie immer der wichtigste Tipp am Ende. Selber tippen nicht vergessen.